Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Nachtvorlesung Nachgefragt hier bei asklepios.com im Internet. Heute geht es uns hauptsächlich um Ihre Knochen. Wir haben das Thema Osteoporose und mein Experte zu Gast ist Privatdozent Dr. Marc Schuld, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie an der Asklepios Klinik Nordheidberg. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Sagen Sie, wie viele Menschen sind denn überhaupt betroffen von der Osteoporose? Also auf jeden Fall mehr, als man denkt. Also man geht davon aus, dass ungefähr 10% der Bevölkerung von einer Osteoporose unterschiedlichen Schweregrad betroffen ist. Und man kann zum Beispiel für Hamburg sagen, dass ungefähr 170.000 Leute an einer Osteoporose leiden. Um das mal einzuordnen, ist das wirklich sehr, sehr viel? Oder? Also wenn man denkt, 10%, also jeder Zehnte, also mindestens einer im Raum hier hat eine Osteoporose, die relevant ist. Was passiert denn mit den Knochen bei der Osteoporose überhaupt? Also die Osteoporose ist eine Knochenkrankheit, die je nachdem, wie schwer sie ausgeprägt ist, dazu führt, dass die Knochen brüchiger werden, also an Stabilität verlieren und letztendlich Knochensubstanz wird abgebaut. Und das führt dazu, dass es dann ab einer kritischen Knochenstabilität dann dazu kommen kann, dass es durch Bagatellen oder durch leichte Unfälle zu Knochenbrüchen kommt. Das Tückische an der Osteoporose ist ja, dass sie symptom- und schmerzlos ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo der erste Knochenbruch auftritt. Das heißt, ich kann es gar nicht differenzieren. Ich weiß nicht, dass ich eine Osteoporose habe, weil es erstmal schlichtweg ein Knochenbruch ist und es dann erst herausgefunden werden kann. Also Sie haben keine Ahnung davon, dass Sie eine Osteoporose haben, bis zu dem Moment, wo Sie sich tatsächlich den Knochen brechen und dann zum Beispiel Röntgenaufnahmen gemacht werden, beziehungsweise je nachdem, was vielleicht sonst noch für Begleitprobleme vorliegen, entsprechende Diagnostik erfolgt. Gibt es eine gewisse Risikogruppe? Wer bekommt das hauptsächlich? Also wenn Sie mich fragen, wer ist der typische Patient, dann sage ich die ältere Dame oder die alte Frau. Man muss sagen, je älter die Damen sind, desto eher liegt auch tatsächlich eine relevante Osteoporose vor. Und das hat bei den Damen insbesondere auch den Grund, dass nach der Menopause, also nach den Wechseljahren, sich die Hormonlage im Körper umstellt und sich entsprechend der Hormonlage dann der Knochen abbaut und die weiblichen Hormone da auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Warum sind so viele betroffen? Kann man das sagen? Ja, erstmal gibt es viele Frauen. Ne? Und natürlich ist es so, dass, wenn man vergleicht, wie es vor 100 Jahren war und wie es jetzt ist, viel mehr alte Leute zur Bevölkerung gehören. Es gibt einen demografischen Wandel. Die Bevölkerung wird einfach immer älter. Und Sie können schon davon ausgehen, dass bei fast allen Männern und Frauen nach 55, dass sich da eine Osteoporose ausbildet. Und zwar schon nach 55. Das ist relativ früh. Und je älter die Patienten werden, wenn man nicht frühzeitig gegenlenkt, kommt es dann zu einer Osteoporose, die dann die entsprechenden Folgen hat. Wie diagnostiziert der Arzt denn überhaupt eine Osteoporose? Also wie kann er differenzieren zwischen dem klassischen Oberschenkelhalsbruch, den man ja in fortgeschrittenem Alter wahrscheinlicher bekommt, und einer wirklichen Osteoporose? Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist nicht so, dass alle älteren Leute einen Oberschenkelhalsbruch kriegen, sondern die Osteoporose begünstigt ja nur den Knochenbruch. Und das Tückische ist halt, dass gerade ältere Damen oder ältere Herren, die ja häufig nur Bagatellunfälle erleiden, zum Beispiel der typische Sturz in einer häuslichen Umgebung über die Teppichkante, die führt bei uns beiden sicherlich nicht zum Knochenbruch, beim älteren Menschen dann gleich zum eigentlich lebensgefährlichen Oberschenkelhalsbruch. Entscheidend ist, dass man die Osteoporose und auch die Behandlungsbedürftigkeit halt erkennt, bevor der Knochenbruch eintritt. Da gibt es natürlich besondere Risikogruppen, das sind, wie ich schon sagte, ältere Menschen, insbesondere wenn sie sich fehlernähren, also nicht darauf achten, dass sie kalziumreiche Kost zu sich nehmen, wenn sie inaktiv sind, nicht mehr genug Aktivität und sportliche Leistung erbringen und wenn sie dann zusätzlich vielleicht auch noch Medikamente nehmen, die eine Osteoporose begünstigen. Nun hat ja aber wahrscheinlich nicht jeder ältere Mensch, der hinfällt und sich ein Knochen bricht, das meinte ich, dass es nun häufig auch bei älteren Damen der Oberschenkelhalsbruch ist, hat ja nicht automatisch eine Osteoporose, oder ist das oft so? Aber schon relativ häufig. Also Sie können sich vorstellen, selbst also bei fast allen älteren Menschen ist der Knochen in einer anderen Verfassung als bei 20-Jährigen. Und es ist klar, dass er geschwächt ist und bricht. Und ab welchem Punkt, es gibt ja kein Grenzwert, ab dem man dann über eine Osteoporose spricht, sondern die allgemeinen Umstände und auch vielleicht das Röntgenbild geben Hinweis darauf, dass eine Osteoporose vorliegen könnte. Welchen Untersuchungen muss ich mich da aussetzen?
Wenn was passiert, wenn Sie Knochenbruch? Genau. Also wie wird die Osteoporose wirklich in der Praxis dann festgestellt? Also man muss ja unterscheiden, die Osteoporose entweder vor dem Knochenbruch quasi prophylaktisch feststellen oder nach dem Knochenbruch. Nach dem Knochenbruch ist einfach, wenn der Knochen gebrochen ist, machen wir ein Röntgenbild oder halt entsprechende weiterführende Diagnostiken können den Knochenbruch nachweisen und führen im Allgemeinen dann auch eine entsprechende Therapie durch. Aber kann ich am Knochen selbst erkennen, dass es ein poröser Knochen ist, der unter Osteoporose leidet? Das kann man sehen, natürlich. Der Knochen hat eine ganz andere, also wir sehen das zum einen auf den Röntgenbildern. Der Knochen ist halt durchsichtiger als fester, junger Knochen. Und wir merken das auch bei den Operationen. Der Knochen ist viel weicher. Wir verankern ja in der Unfallchirurgie häufig Schrauben und Nägel im Knochen. Und das ist schon ein Unterschied, ob Sie die Schrauben nur so reindrücken können und die sich so mehr oder weniger schlecht im Knochen verankern oder ob Sie die wirklich richtig reinschrauben können. Und das ist schon gut spürbar. Aber entscheidend ist eigentlich, dass man es auf dem Röntgenbild sehen kann. Und es gibt auch Knochenbrüche, die nicht unbedingt operiert werden müssen, wo also es reicht, zum Beispiel eine Ruhigstellung oder vielleicht auch mal Gips anzulegen. Da sieht man schon, dass der Knochen halt ausgedünnt ist, dass die typische Rahmenstruktur eine andere ist als bei jungen Menschen. Und das gibt dann schon Hinweis, dass da was nicht stimmt. Wenn das so ist, dann kann man natürlich durch bestimmte Hormonuntersuchungen, aber auch spezielle Knochendichtemessungen gibt es auch, kann man die Osteoporose im Prinzip oder das Umfang der Osteoporose dann auch nachweisen und weiter eingrenzen. Das sind dann eigentlich auch schon die Behandlungsmöglichkeiten. Oder geht es dabei bei den Behandlungsmöglichkeiten um die Heilung des Knochenbruchs dann selbst, weil man die Osteoporose selbst ja... Also wenn Sie mich so fragen, würde ich sagen, also Behandlung ist eigentlich Behandlung des Knochenbruchs. Das ist richtig. Und ansonsten würden wir von Prophylaxe sprechen. Mhm. Die Osteoporose kann man bis zu einem bestimmten Grade vermeiden bzw. eingrenzen und das Knochenbruchrisiko verringern. Und das ist halt im Wesentlichen sind das vernünftige Ernährung, Vitamin D, Sonnenlicht und Aktivität. Und dadurch behält der Knochen zumindest einen Teil seiner Stärke und das Knochenbruchrisiko sinkt. Was aber man nicht vergessen darf, ist, wir reden ja von älteren Menschen. Mhm. Und man sollte nicht nur die Osteoporose behandeln oder die Prophylaxe für die Osteoporose durchführen, sondern auch daran denken, dass Patienten oder ältere Menschen halt auch nicht so leicht stürzen, wie sie es doch häufig tun. Also die Koordination muss gestärkt werden, das kann man auch durch sportliche Tätigkeit. Im häuslichen Umfeld muss man vielleicht die ganzen Läufe und die ganzen Tütü, die da gerne bei älteren Leuten in der Wohnung steht, dann wegräumen. Und man muss vielleicht auch darauf achten, dass die Patienten gut sehen können, dass man die Medikamente halt auch so wählt, dass sie eben nicht duselig machen und sie noch zusätzlich behindern. Also das sind alles Sachen, die da eine Rolle spielen. Und richtig ist, dass man die Osteoporose und auch das Sturzrisiko multifaktoriell sehen muss und entsprechend auch dann verschiedene Maßnahmen treffen muss, um das zu vermeiden. Damit haben Sie eigentlich meine letzte Frage schon vorweggenommen, nämlich ob es ein paar Tipps gibt, die man älteren Leuten so ein bisschen ans Herz legen kann, um Knochenbrüche zu vermeiden? Also Sturzrisiko minimieren, nochmal zusammengefasst, Sturzrisiko minimieren. Man sollte auf eine gesunde, kalziumreiche Ernährung achten. Man sollte mit seinem Hausarzt absprechen, ob vielleicht auch bestimmte Medikamente reduziert werden können. Die meisten älteren Menschen nehmen viel zu viele Medikamente. Die haben sich über die Jahre dann immer angeholfen. Keiner traut sich mehr, die abzusetzen. Auf der anderen Seite kann es sinnvoll sein, bestimmte Medikamente auch zur Stärkung des Knochens zu nehmen. Es gibt da Medikamente auf dem Markt, die aber nicht für alle geeignet sind. Und das Dritte ist, dass natürlich die sportliche Aktivität durchaus auch im Alter erhalten bleiben sollte. Fitte Menschen haben einen kräftigeren Knochen und sie stürzen halt nicht so leicht, weil die Motorik und die Koordination einfach besser ist. Herr Dr. Schulte, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hier waren zu diesem Thema. Ja, danke für die Einladung. Ja, und Ihnen, liebe Zuschauer, kann ich wirklich nur ans Herz legen, diese Ratschläge zu befolgen. Ich hoffe, wir konnten Sie ausreichend informieren zu dem Thema Osteoporose. Klicken Sie sich gerne jederzeit wieder ein unter www.asklepios.com/Nachtvorlesung. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.